Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr wisst ja Bescheid, ich bin gerade im Urlaub, es gibt keine Streams, aber Videos gibt's. Und ich habe heute mal ein ganz spezielles Video vorbereitet, mal was ganz, ganz anderes. Ich hatte euch da zuvor mal auf Instagram gefragt, was hasst ihr denn an FIFA Mobile 22 oder generell an FIFA Mobile? Da kamen ein paar ganz gute Informationen zusammen, ein paar gute Antworten. Ich habe selbst noch mal ein bisschen was gefunden und habe ich jetzt einfach mal so ein Video so zusammengestellt von 10 Dingen, die gefühlt eigentlich jeder FIFA Mobile Spieler hasst. Könnt ihr euch damit identifizieren? Schreibt sie in die Kommentare rein, würde mich mal gerne freuen, wenn ihr was dazu sagt oder was ist eure Meinung dazu. Ja, soll ich sowas in die Richtung häufiger machen? Lasst gerne ein Like da, vielleicht schaffen wir 70 Likes oder so auf dieses Video. Wenn ihr Bock habt, Leute, vielleicht gibt es mal einen zweiten Teil, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr auf sowas Bock habt und ob ihr ja diese Situation kennt, die hier gleich geschildert werden. Und ja, Leute, ich würde gar nicht so lange um den heißen Brei drum rumreden. Wir gehen einfach jetzt mal rein. Let's go. Auf geht's. Boah, ich habe jetzt richtig Bock auf so ein schönes Shop-Pack. Jetzt nochmal wirklich die Chance haben, irgendwas Geiles zu ziehen. Darauf hätte ich jetzt richtig, richtig Bock. Was gibt's denn hier überhaupt für schöne Packs? Rui Costa Event Icon, 99 ZM, boah, das wäre schon geil, Alter, sehr geiles Pack, das sieht schon mal richtig, richtig geil aus, für 1200 Gems, ich glaube, ich habe gar nicht, ja, nee, müsste ich jetzt aufladen, aber das sieht schon geil aus, aber wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, den zu ziehen, oder? Das ist ja wirklich bodenlos, das ist einfach nur bodenlos, und hier sind ja drei De Gea Packs, aber wenn ich auf Event-Angebote gehe, sind es 5 EA. Was ist das denn? Ich spiele schon eigentlich ziemlich gut. Aber kann das nicht auch alles irgendwie ein bisschen schneller gehen hier? Die ganzen Pässe und so. Es gibt doch irgendwo auch 60 FPS. Das muss ich mir mal anschauen hier. Stimmt. So, ich glaube, jetzt muss ich hier auf Grafik gehen, oder? Grafik, mein Tablet müsste das ja alles eigentlich können. Das ist ja ziemlich neu. Was? Was ist das denn? Wie kann das sein? Wenn ich gerade mal hier auf dem Markt bin, kann ich mir auch eigentlich gleich einen neuen Torhüter kaufen. Also da habe ich eigentlich jetzt Bock drauf. Ich habe gehört, dieser Chakir, ja genau, Chakir hieß der. Ich glaube, der ist ziemlich gut. Den wäre ich, was? Wieso nicht gefunden? Hä? Ich habe doch alles richtig geschrieben. Ich habe doch alles richtig geschrieben. Und Türke ist er auch. Hä? Was ist denn das? Alles richtig drin, Türke. Na gut, mache ich wahrscheinlich erstmal Chakir wieder raus. Und such einfach jetzt mal nach einem türkischen Spieler. Vielleicht ist er da einfach mit dabei, weil er ja ziemlich hohes Rating eigentlich so hat. Okay, hier sind die ganzen türkischen Spieler. Hä, genauso habe ich den noch geschrieben. Hä, was ist denn das? Ich bin ja gerade hier auf dem Markt. Da kann ich mir ja auch eigentlich jetzt mal wieder mal meinen Lieblingsspieler kaufen. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Ich möchte mir nämlich jetzt nochmal Marriott kaufen. Marriott, mein absoluter Lieblingsspieler, absolut wild. Den möchte ich mir jetzt auf jeden Fall ordentlich schmecken lassen. Dieses Spiel muss ich unbedingt gewinnen. Ich bekomme dann die beste Belohnung. Also komm, Torres. Komm, Torres. Jawohl. Ja, er schießt das Tor. Let's go. Ja, sehr geil. Und jetzt 86. Minute, das sieht gut aus für mich. Ja, jawohl, 2:0, Eto'o kann ihn machen, Eto'o macht ihn nicht, er macht ihn nicht. Aber ich glaube, das habe ich trotzdem. Ich krieg die beste Belohnung, dieses geile Spiel, endlich. Jawohl, es ist Spielende, ich hab's geschafft. Ich hab es geschafft und kann jetzt das Zeug endlich abholen. So, kurzes Päuschen gemacht. Jetzt geht's natürlich weiter. Also, let's go. Warte mal. Hä? Was passiert hier? Wo sind die Steuerknüppel? Hä? Ich kann jetzt erstmal nur CPU laufen lassen. Wo sind die Steuerknüppel? Nee, nicht Knüppel, aber hier diese Buttons. Die Buttons sind weg. Hilfe, ich kann gar nicht sprinten. Ich kann nichts tun. Was soll ich denn hier machen? Was kann ich hier überhaupt machen? Was ist denn das für ein Bug? Hilfe! Was ist das denn? Ah!
Fernando Torres ist einfach so ein Brecher, Alter. Das ist unfassbar. Guckt mal diese Stats hier. 146 Schießen. Unfassbar, der zerschießt einfach alles. Ey, das zeige ich jetzt hier mal. Guckt euch das mal an hier. Ist doch der absolute Wahnsinn. Hier, Torres, einfach voll nach vorn, zack, Schuss. Was? Wie wird er gehalten? Na, jetzt kommt dafür jetzt hier, zack, aufs Dolchkopf in die Mitte, zack und, hä? Hä, wieso? Hä, der hat 146 Schießen, warum macht er den nicht rein? Seedorf, zack, auf die Außenbahn, zack, drüber gespielt, Schuss und was? Let's go, Akinfenwa, ja, trainieren. Akinfenwa, mein absoluter Lieblingsspieler. Den möchte ich natürlich auf 110 trainieren. Absolut geil. Let's go, trainieren. Habe ich jetzt bestimmt noch ein Guess auf ihm mehr. Oder 4 Guess sogar. 4 Guess, Level 4. Hat er jetzt 4 Guess mehr bekommen? Nee, irgendwie nur irgendwelche Attribute. Hä? Ach so, das geht erst ab 5. Was ist das denn für ein Zeug? Nur ab 5 Rängen oder was? Hä? Das ist ja absolut dumm. Da habe ich jetzt aber auch Bock drauf, Oblak zu verkaufen. Das ist schon jetzt eine ganz gute Sache. 600.000 Münzen, naja, 570, der wird wahrscheinlich rausgehen. Ja, den würde ich auf jeden Fall machen, komm. Den kann ich mal schnell raushauen, verkaufen, bestätigen, alles Mögliche. Let's go, der geht schnell raus. So ein wichtiges Spiel, ey. Mit diesem Spiel könnte ich endlich in Amateur 1 aufsteigen. Das wäre doch der Wahnsinn. Endlich Amateur 1, aber der Gegner ist ziemlich gut. Und ich habe bisher noch nicht so viel geschrotzen. Was ist das denn? Eto'o, Mensch, den musst du doch reinmachen. Stoichkov muss es jetzt hier besser machen. Auch nicht. Was ist das denn? 4 Sekunden habe ich noch. Komm, Eto'o, ja, sehr, sehr gut. Komm, er kann nichts mehr machen, er kann nichts mehr machen, er ist am Ende. Zack, Torres, renn durch, schieß. Oh, was? Wieso ist das alles weg? Also mal ganz ehrlich, mein Tor zum Schluss hätte noch zählen müssen und das Tor von ihm war viel zu spät. Unfassbar. Tja, das war mal eine andere Art von Video. Das ist auch eine sehr kurzfristige Idee gewesen und ich habe niemals damit gerechnet, wie aufwendig das wird. Also ich saß hier wirklich Real Talk, ich habe keine Ahnung wie lang, aber bestimmt 6-7 Stunden an diesem Video. Tja, also keine Ahnung, nochmal vielen Dank auf jeden Fall für 4000 Abonnenten, Leute. Es hat sehr viel Spaß gemacht hier und... ja, mal gucken. Wir machen einfach weiter, Leute. Wir machen einfach weiter. Es ist absolut wild. Dankeschön für euren Support. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu so einem Video sagt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video hier gefallen hat. Und wenn ihr sowas vielleicht auch häufiger sehen wollt. Und ja, vielleicht schaffen wir ja die 70 Likes oder so. Keine Ahnung. Müsst ihr wissen, müsst ihr sagen. Und das heißt, wir sehen uns auch einfach mal wieder. Keine Ahnung, wenn es das nächste Video gibt. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Vielleicht auch erst im nächsten Livestream. Mal schauen. Nein, es wird auf jeden Fall Videos geben, Leute. Das ist klare Sache. Und das heißt, Leute, bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.